herzlich willkommen zum Kulturplatz, liebe Zuschauer. Ja, heute geht es uns um einen der renommiertesten Künstler des afrikanischen Kontinents. Er ist Doktor der bildenden Künste und hat auch schon international ausgestellt. Er ist Dichter, Bildhauer, Maler, Performancekünstler und vor allem ist Emmanuel Eni Wahloberfranke. Denn er hat sich jetzt im Landkreis Wunsiedel niedergelassen und hat deshalb in einer Vernissage in der dortigen Fichtelgebirgshalle seine neuesten Werke ausgestellt. Ja, und diese Ausstellung, die soll einen echten Knalleffekt haben. Das sagt schon ihr Name. Sie heißt nämlich The Boom. Erst im verdunkelten Raum entfalten sie ihre volle Wirkung. Die Gemälde mit Lichtinstallation, denen der nigerianische Künstler Emmanuel Eni einen ganz eigenen Namen gegeben hat. In der Darstellung der New Light Painting Art steht, es ist keine Lithografie, es ist auch keine Glasmalerei. Es ist New Light Painting Art. Emmanuel Eni hat im Juli ein Wohnatelier in Wunsiedel bezogen. Seinen Einstand feiert er jetzt in der Fichtelgebirgshalle mit einer Kurzausstellung, die er The Boom nennt. Und die New Light Painting Art hat auch den gewünschten Knalleffekt auf die Besucher. Ich bin jetzt hin und weg von den Kunstwerken. Ich habe ihn auch schon in seinem Atelier besucht. Ich finde es einfach genial. Und wie gesagt, wenn ich den passenden Platz dazu hätte, würde ich mir so ein Kunstwerk kaufen. Da spricht mich das natürlich insbesondere an, wenn wir Künstler neu hier in die Region bekommen, die auch noch neue Maltechniken oder Kunsttechniken hier in die Region bringen und uns präsentieren. Ein wahres Geschenk. Gibt eine sehr gute afrikanische Kultur wieder. Gerade durch diese Beleuchtung wieder, durch das Farbspektrum noch wesentlich mehr hervorgehoben, als wenn man es auf eine weiße Leinwand malen würde. Es ist halt cool mit dem Licht, weil das sieht man halt nicht so oft. Man sieht halt immer nur, wie es auf Papier irgendwie gemalt ist. Papier nutzt der Künstler nun eher selten. Sein bisheriges Werk zeichnet sich vor allem darin aus, dass er mit nachhaltigen Materialien arbeitet. Besonders für seine Terrakotta-Skulpturen ist er bekannt, wie zum Beispiel der Elephant, den er in unterschiedlichen Varianten hergestellt hat. Er selbst bezeichnet sich als Black Man in European Kitchen, also als schwarzen Mann in der europäischen Küche. Schau mich an, ich bin sehr schwarz und ich habe einen Haufen weiße Leute um mich. Das ist doch der Beweis genug, dass Kunst eine gute Brücke ist, um alles zu verbinden, egal welcher Herkunft. Mit der Kunst, die eben poetisch ist, die witzig sein kann, humorvoll sein kann, nicht Blödelei, sondern richtig ernsthaft Humor macht, das verbindet, das baut Brücken, davon bin ich fest überzeugt. Klaus Deimel kennt den Künstler schon lange und hat bereits diverse Ausstellungen mit ihm zusammen ausgerichtet. Dabei ist er ein Ethnologe, also ein Völkerkundler und kein Kunstprofessor. So ist Emmanuel Eni nicht nur ein Maler und Bildhauer aus einem fernen Land, der im Fichtelgebirge wirkt, er ist auch ein Botschafter der nigerianischen Kultur. Wir sind stolz als nigerianische Bürger, stolz als die Regierung von Nigeria auf diese großartige Arbeit, die Emmanuel in Deutschland gemacht hat. Wir sind darüber sehr glücklich und deswegen den ganzen Weg aus Berlin hierher gekommen, um ihn zu ehren und Teil seines Erfolgs zu sein. Erfolg, der natürlich auch an den potenziellen Einnahmen der Ausstellung gemessen wird. Denn alle Stücke in diesem Raum stehen zum Verkauf. Nachhaltiges Denken zieht sich eben durch sein ganzes Werk. Dabei denkt Eni aber nicht nur an seinen eigenen Geldbeutel. Auch seine Nachbarn hat er im Gedächtnis. Weil er natürlich auch sagt, er möchte 20% des Erlöses dann auch spenden im Fichtelgebirge an soziale Zwecke, an Kindergärten und andere soziale Zwecke. Und da hoffe ich natürlich auch, dass er viel verkauft. Und auch wenn der Knall von The Boom bereits verhallt ist, die Ausstellung endete bereits am 29. Oktober, die nächste kommt bestimmt. Yes, of course. Always wait. I'm coming back. Ja,
Ja, schon echt ein spannender Typ. So, und wir schauen uns nach einer ganz kurzen Pause mal anhand einer sehr bekannten Sehenswürdigkeit in der Fränkischen Schweiz an, was dabei rauskommt, wenn sich die Natur als Bildhauer betätigt. Bis gleich. Ein Paradies für Kinder, Entspannung und Spaß auch für Erwachsene, kurz Erlebnis und Wellness für alle. Toben Sie sich aus oder lassen Sie einfach nur die Seele baumeln im Königsbad Forchheim. Von der Familie bis zum Sportschwimmer kommt jeder auf seine Kosten. Königsbad Forchheim. Königlich genießen. Die Konsumenter entdecken und erleben M-Bau, Bauen, Wohnen, Energiesparen. Games for Families, das Spiele-Event für die ganze Familie. Tolle Shows bei Faszination Pferd ab 31.10. mit Autosalon Nürnberg, Heimtiermesse, alles für die Hausfreunde. Die Konsumenter, das Top-Event bis Sonntag, 3. November. Wir stehen früh auf, weil wir unsere Arbeit lieben. Weil wir es lieben, unseren Kunden nur die beste Qualität zu bieten. Regional und nachhaltig produziert in Bayern. Unsere Kunden schätzen die kurzen Lieferwege und die Frische der hochwertigen Lebensmittel aus unserer Heimat. Dafür stehen wir gerne auf. Geprüfte Qualität aus Bayern. 100% regional. Willkommen zurück zum Kulturplatz, liebe Zuschauer. Wir steigen hinab in einen ganz mysteriösen, wie auch viel besuchten Ort, nämlich die Sehenswürdigkeit der Fränkischen Schweiz, die Teufelshöhle. Und das tun wir nicht alleine, sondern zusammen mit unserem Bezirksheimatpfleger Günther Dippold in, Sie ahnen es schon, einem neuen Teil unserer Sendereihe Ein Fall für Dippold. Los geht's. Es ist so eine besondere Ruhe, man hat Abstand, man vergisst die Sachen draußen. Und für mich ist die Teufelshöhle einer der schönsten Flecken, die wir in und um Pottenstein haben. 3000 Meter lang ist die Pottensteiner Teufelshöhle, etwa die Hälfte davon ist für Besucher zugänglich. 45 Minuten dauert eine Führung, 400 Stufen sind dabei zu bewältigen. Konstant 9 Grad herrschen in der Höhle Sommer wie Winter, was sie zum Heilstollen für Atemwegs- und Hauterkrankungen werden lässt. Und der Lieblingsplatz des Bürgermeisters, das ist der hier. Das ist für mich so eine Stelle hier jetzt bei der Kreuzigungsgruppe, die oftmals vielleicht sogar auch übersehen wird. Und wenn man einfach mal hochschaut, weiß man, woher der Name kommt. Die drei Stalagmiten, die eben dort stehen wie die drei Kreuze. Und das ist natürlich für jemanden, der ja, kirchlich und natürlich vom Glauben her auch dann fest gefußt ist, ist das natürlich ein wunderschöner Platz, wo man einfach ein bisschen nachdenken kann und die Ruhe auch genießen kann. Entstanden ist die Teufelshöhle in den letzten 2,5 Millionen Jahren. Die Klüfte und Spalten waren mit kohlensäurehaltigem Grundwasser gefüllt, dessen Spiegel sank und die Hohlräume letztlich im Lauf der Zeit freilegte. Ab dem 18. Jahrhundert faszinierte die Höhlenwelt zunächst Gelehrte, später dann auch Touristen. Es gibt Schauhöhlen, begehbare, seit dem 19. Jahrhundert, für die Allgemeinheit begehbare. Und ja, hier in Pottenstein, da war ein großer Höhlenmund, eine große Höhlenöffnung, die man kannte. Das war das große Teufelsloch. Da kam man rein, dann war ein großer Saal und dann war noch ein Stück Wegs und dann war Schluss. Und das ist einigermaßen besucht worden, seit es in einem Führer der Fränkischen Schweiz 1829 erwähnt war, eben aufgrund seiner Größe, ein vollbeladener Heuwagen könne darin wenden, heißt es da. Und so war das halt. Und 1922 hat dann ein gebürtiger Bayreuther, Dr. Hans Brandt, der in München an einer höheren Schule
Zeichen Kunstlehrer war, Bergbauingenieur der Ausbildung nach, gesagt, ja, da muss mehr dahinter sein und hat zu graben begonnen, von einem privaten Sponsor gefördert, durch die Stadt unterstützt und ist dann tatsächlich auf das gekommen, was wir eben heute als Teufelshöhle kennen. Und das war damals natürlich ein touristischer Schlager. Diesen Schlager hat Pottenstein also diesem Mann zu verdanken, der während der NS-Zeit allerdings weniger rühmlich in Erscheinung trat. Es war auch ein eigentlich ziemlich übler Knochen, der nach 1933 sich sehr schnell der Partei angeschlossen hat, der eine Karstwehr gegründet hat und der vorgestanden hat, die vor allen Dingen in Jugoslawien kämpfen sollte und die hier aufgrund der ähnlichen morphologischen Situation ausgebildet werden sollte für den Kriegseinsatz, zu dem Zweck, damit die entsprechenden Gebäude und die entsprechende Infrastruktur entstand, hat man hier auch ein Außenlager des KZ Flossenbürg eingerichtet. Also durchaus eine problematische Gestalt. Aber wie es halt im Leben ist, Menschen sind nicht nur schwarz und weiß, wird für Pottenstein etwas sehr Wichtiges geschaffen. Das hat man in Pottenstein gesehen. Über viele Jahrzehnte wollte man die dunkle Seite nicht sehen. Heute denke ich, hat man ein differenziertes Bild. Ein ganz neues Bild könnte es in den kommenden Jahren von der Teufelshöhle geben. Anfang des Jahres nämlich wird bekannt, es gibt einen weiteren Raum, größer als alle bislang zugänglichen, entdeckt von Höhlenforschern, die schon seit den 1980ern auf der Suche sind. Die Kathedrale, wie die neue Höhle genannt wird, ist allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis. Was dürfen Sie denn darüber überhaupt sagen? Ja, man kann schon sagen, es ist ja bekannt, es ist ja veröffentlicht worden, dass ein weiterer Höhlenraum gefunden worden ist. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht genau zeigen, wo diese Stelle ist, wo dieser Durchschlupf ist. Das ist eine Art Wurmloch. Das ist auch verschlossen in Abstimmung mit dem Bergamt, also es kommt jetzt eh keiner rein. Aber es wäre natürlich ein gewisses Risiko, dass Besucher einfach mal aus Neugier sagen, ich möchte da mal reinschauen. Und Höhlen sind natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Man kann sich leicht den Kopf stoßen, man kann in anderer Weise abrutschen oder irgendwie sich verletzen. Und deshalb müssen wir einfach den genauen Ort jetzt momentan noch nicht oder dürfen wir nicht bekannt geben. Und es sind natürlich sämtliche Belange wie Naturschutz, Denkmalschutz auch mit zu beachten, mit zu berücksichtigen. Und deshalb braucht es etwas Vorbereitung, da sind wir dabei und dann hoffe ich, dass wir in absehbarer Zeit auch die Maßnahmen einmal starten können. Aber Sie kennen den Raum. Ich war selber drin und ich war überwältigt. Und sind auf welchem Weg hingekommen? Also richtig durch dieses Wurmloch. Es gibt keinen anderen Weg, das heißt 15 Meter durch eine enge Röhre kann man sich vorstellen. Also man kann nicht so durchroppeln, sondern man muss wirklich durchschlupfen. Und das nach unten vielleicht auch kopfüber, auf dem Rücken liegen, dann wieder nach oben und dann wieder seitwärts. Enge Geschichte, aber der Erfolg oder das, was man dann sieht, ist beeindruckend und überwältigend. Wann die Öffentlichkeit zum ersten Mal einen Blick in die neue Riesenhöhle werfen darf, ist fraglich. Aber auch ohne Kathedrale ist die Pottensteiner Teufelshöhle ein Schatz, der die fränkische Schweiz weit über Oberfrankens Grenzen hinaus bekannt macht. Das ist erdgeschichtliches, geologisches Denkmal, ein Naturdenkmal von ganz, ganz hohem Rang. Wo man auch Prozesse verstehen kann, wie die Gestalt gerade der Frankenalb geworden ist. Es ist ein Ort, wo man einfach aber auch ohne den Willen oder die Absicht zu verstehen, die Atmosphäre einfach genießen kann. Es ist nach wie vor ein touristischer Hotspot. Ich meine, es gibt tausende Höhlen in der fränkischen Schweiz. Es gibt eine Handvoll Schauhöhlen, aber die Teufelshöhle ist doch fraglos die Königin. Also es ist auch, denke ich, ökonomisch ein ganz wichtiger Punkt, weil es zusammen mit den Kulturdenkmälern, die wir in der Region haben, einfach dazu angetan ist, auch Menschen anzulocken. Würde Sie es jetzt mal reizen, mal durch das schmale Ding in die neue Höhle mal reinzuspitzen oder wie schaut es so aus? Also es würde mich reizen, die neue Höhle zu sehen. Der Weg würde mich jetzt nicht so sehr reizen.
Ja, ist schon echt faszinierend, finde ich, wenn man bedenkt, dass es Millionen Jahre gedauert hat, bis diese Teufelshöhle überhaupt erst entstanden ist in dieser Form. So lange müssen Sie auf die nächste Ausgabe Kulturplatz aber natürlich nicht warten. Die gibt es schon am kommenden Mittwoch, den 4. Dezember. Machen Sie es gut, bis dahin. Ciao.